Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind in München und München, ja, irgendwie die wachsen hier auch, ich weiß gar nicht warum. Wir haben zwar einen Bahnhof etc., aber die haben noch keine Güter und trotzdem, ich glaube, die haben gehört, dass sie München heißen. Dann dachten sie, ja gut, dann werden wir halt mal groß. Naja, ist ja schön. Wir können natürlich das gebrauchen, dass wir hier wirklich auch eine große Stadt haben. Jetzt haben wir hier diese Linie gemacht, die wird wahrscheinlich noch nicht wirklich richtig funktionieren. Das braucht ein bisschen Zeit, da stand auch richtig in den Kommentaren. Da hieß es, dass ich teilweise ein bisschen ungeduldig sei, von wegen, dass Linien nicht gleich funktionieren. Dass man da halt ein bisschen Geduld haben muss, da habt ihr eigentlich recht. Aber eben, uns drückt der Schuldenschuh. Apropos, wir zahlen mal wieder was zurück. Solange wird das können. Ja, da wurde auch noch gesagt, er nimmt einen Kredit auf und 5 Minuten später zahlt er zurück und dann nimmt er einen neuen auf. Ja, wisst ihr warum? Ist ja ganz einfach. In der Zeit, in der wir, auch wenn es nur 2 Wochen sind in-game, Schulden weniger haben, zahlen wir weniger Zinsen. Das ist die Idee dahinter. Also das kann man, denke ich, durchaus mal machen. So, roter Pfeil. Ganz alleine wahrscheinlich. Jawohl, das tut einem ja am Herzen weh. Naja, hoffen wir, das funktioniert dann früher oder später. Auch. Jetzt gibt es 2 Sachen, die wir machen. Ja, je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Das eine wäre eine Gütergeschichte, weil hier unten, guckt mal. Danke für diesen Kommentar. Denn wir haben hier tatsächlich, Moment, Kunststoff. Und da habe ich noch gesagt, wohin damit? Und habe geguckt und nichts gefunden. Hier, Import. Das lassen wir aber aus. Aber guck mal hier hinten. Zack, da. Hier brauchen wir Kunststoff. Dazu bräuchten wir noch Stahl. Den kriegen wir hier oben. Und wir kriegen neue Fahrzeuge. Cool. Sehr schön. Stahl kriegen wir hier oben, beziehungsweise dafür müssen wir ihn erst herstellen. Jetzt schaut mal, hier haben wir doch tatsächlich Kohle. Hier haben wir Erz, das heißt, wir kommen relativ schnell an Stahl. Stahl bringen wir dann runter. Dann haben wir hier tatsächlich Waren und Waren brauchen wir in Dächter. Brauchen wir sonst noch irgendwo Waren? Im Moment wahrscheinlich nicht, aber vielleicht später. Ja, das ist ja egal. Hauptsache, wir haben einen Abnehmer hier vorne. Also das werden wir anleiern. Jetzt würde ich aber gerne zuerst noch mal kurz zu dieser Straße zurück. Hier, diese Staustraße. Wo war die denn? Hier oben, glaube ich. Ja, man sieht es relativ eindeutig. Das lässt hier nicht wirklich nach. Jetzt muss ich mal genau gucken, wo wollen die hin. Weil es hieß, die fahren eigentlich nur durch Stienstedt durch. Das stimmt so aber nicht. Guck mal, hier haben wir Stau. Der führt nach Stienstedt rein. Also die wollen nach Stienstedt und hier raus will keiner, sondern im Gegenteil, die kommen aus der anderen Richtung, von da hinten noch. Also das Ziel dieser ganzen Karawanen bald schon, das ist tatsächlich hier Stienstedt. Warum, weiß ich tatsächlich auch nicht, aber vielleicht haben sie irgendwas, was andere Städte nicht haben. Keine Ahnung, vielleicht Parkplätze. Nein, wahrscheinlich erst recht nicht natürlich, wenn hier dermaßen Verkehr ist. Das ist schon krass. Aber das würde heißen, ich würde diese Linie hier, die dann nach Werbelin führt, was ist das für ein Zug, das ist hier unser Stinktier, gerne weiterziehen. Und zwar nach da hinten, nach Reitwein. Dass wir hier irgendwie rausgehen. Machen wir das mit einem separaten Zug, das könnte man natürlich theoretisch auch mit dir machen. Du hast zwar hier 9 Leute, aber ich würde das tatsächlich so machen, dass wir das mit einer Linie machen. Wenn wir von hier unten nach da oben düsen, das hat nicht viel Sinn. Weil hier haben wir nicht den Stau. Ja, ja, das ist schon so, dass wir tatsächlich von Stienstedt noch nach Reitwein müssten. Also, dann gehen wir das doch mal an. Mit einer schönen Schiene. Da das sowieso die gleiche Linie ist, würde ich sagen, wir machen das folgendermaßen. Ne, das macht keinen Sinn, sondern wir gehen hier raus. Hier raus und hier rüber. Und dann hier Richtung Straße runter. Plus minus so. Haben wir Geld? Jawohl, wir verdienen ja doch relativ ordentlich. Das werden wir uns auch nochmal kurz ansehen nachher. Wie das nun genau aussieht. Ja, kann man machen. 300.000, ich weiß, ist eine gewisse Investition. Aber was soll's. So, da haben wir 170, 130. Gehen wir ein bisschen hier in die Richtung. Machen das so. Damit wir da nicht zu viel Tempo verlieren. Genau. So, hier hin. Und dann können wir dort schon gucken, wo machen wir den Bahnhof. Ich würde sagen, wir stellen den halt auch nicht mitten ins Zentrum. Irgendwie wegen den Emissionen. Aber vielleicht hier hin. Dann ist er doch irgendwie wenigstens ein bisschen noch zentral. Wir schnappen uns mal ein Gebäude. Mal einen Durchfahrtsbahnhof. Machen wir ein Gleis. 320 Meter. Das ist relativ lang. 240 reichen im Moment auch. Ich weiß, dort in München habe ich irgendwie aus Versehen den 400 Meter Bahnhof gebaut. Das wäre nicht nötig gewesen. Das ist richtig. Wenn wir das so machen. Und dann irgendwie nochmal eine Straße dazu. Da soll ich hier hinten. Moment, ich kapp das mal.
Moment, ich brauche den Bagger. Die 600, die können wir investieren, das ist ja kein Ding. So, irgendwie so hier hin und dann eine Straße lang und dann können wir dort schön mit den Schienen raus. Ja, machen wir mal. Bestens. Gleis. Ja, das gibt hier eine relativ fette Kurve, wenn ich das so mache. Wenn ich so mache, hier runtergehe, eigentlich müsste man fast schon Schwung holen hier über die Straße rüber. Das möchte ich eigentlich nicht. Wenn wir es so machen, dann geht's nicht. Also das geht, ist klar, aber dann komme ich tatsächlich zweimal über die Straße rüber. Jetzt habe ich ihn von daher nicht ideal hingestellt. Ist aber egal. Wobei, so verlieren wir so viel Zeit, das ist irgendwie auch nicht ideal. Was wir natürlich machen können, wir sind am Pausenmodus. So, dass wir die Straße dort nochmal hinstellen. Und jetzt können wir wenigstens mit dem Gleis in Ruhe, mehr oder weniger in Ruhe da rein. Muss ich da nochmal was kappen? Echt jetzt? Tatsächlich. Das möchte nicht funktionieren. Immer noch nicht. Da hängen wir immer noch ein bisschen rein. Aber jetzt machen wir es anders. Machen es in zwei Schritten. So, schon haben wir die Strecke. Und jetzt gucken wir doch schnell, was können wir euch mit eurer Straße sozusagen... Was gönnen wir euch? Ja, so und dann... Wo ging das rein? Dort hinten. Ja, ich würde mal bei der bleiben, auch wenn es ein bisschen was kostet. Zack, passt. Fehlermeldung weg. Wir brauchen die Linie. Wir brauchen nicht eine Linie, sondern die Linie, weil das, wie gesagt, die gleiche ist. Wahrscheinlich müssen wir halt doch noch mit den Fahrzeugen ein bisschen aufstocken, das Ganze dann. Also, das wäre die mal. Oh, die fahren hier schon über mehrere Strecken. Also, nee, gut, dann lassen wir. Das wird mir sonst eine zu lange Linie. Dann müssen wir hier tatsächlich eine zweite haben. Das heißt dann aber, dass wir hier natürlich mit den Gleisen ein bisschen gucken müssen. Ah, Laura, und den Bahnhof ausbauen. Ich gucke mal ganz schnell. Das Gleis hier, ja, das kommt mal weg. So, dann machen wir hier mal Konfiguration anschmeißen. Brauchen wir eine Plattform? Im Prinzip nein, können wir nachher machen. Dann machen wir zuerst das Gleis. Da bräuchte man nicht mal so viel Gleis. Ich mache es jetzt trotzdem. Mach aber diese Plattform hier tatsächlich ein bisschen kürzer, weil es ist ja nur Kollege Schienenbus. Wobei, das ist ja nicht gesagt, es gibt ja einen neuen Zug. Ja, ich mache es trotzdem mal so. Ein bisschen kürzer das Ganze. So, dann schnappen wir uns... beziehungsweise das gibt ja dann das andere Gleis. Stelle ich gerade fest. Moment. Das hier rein ist okay, aber jetzt müssen wir mit diesen beiden anderen eben irgendwie hier rein. Und da vorne natürlich noch irgendwie... eine Weiche machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, das klappt perfekt. Dann ist das Signal wieder richtig. Und jetzt müssen wir hier irgendwie noch eine Weiche haben. Sonst wird das schwierig. Das wird sowieso schwieriger mit der Weiche, weil dort ist schon eine Weiche. Wenn ich so mache, da brauche ich nur hier nochmal eine Weiche, sonst kommt der Zug dann nicht rüber. Oder wir versetzen diese Weiche hier vorne ein bisschen. Kann man ja auch machen. So, ich weiß, das kostet alles wieder ein bisschen Geld, aber Optimierungen kosten halt nun mal Geld. Das ist nun mal einfach so. Ja, da komme ich rein und dann machen wir es folgendermaßen. Das ist irgendwie ganz komisch hier. Nein, das gefällt mir nicht. Also ich meine, das Auge spielt sozusagen mit. Ich möchte natürlich schon, dass das auch ein bisschen nach was aussieht. So, jetzt ist es irgendwie wieder parallel. Vorher war es sehr unparallel. Jetzt haben wir hier immer noch eine Fehlermeldung. Die müsste aber gleich weg sein. Sobald wir hier die Weiche haben. Denkst du? Okay, dann gucken wir gleich, wo das Problem ist. Ja, werden wir rausfinden, hoffe ich. Ich würde aber ganz gerne hier natürlich noch das Signal entsprechend ändern. Das wäre dann hier. Und dann kommt das dort weg und das da oben hat wieder seine Richtigkeit. Okay, Bagger. Zack, okay. Ich mach mal Dingens. Play. Rigoberto Berlin, was hast du für ein Problemchen? Ach, die kommen hier nicht mehr rüber. Pause. Nein, sonst kriegen die Züge eine Krise. Beziehungsweise müssen sie ja gar nicht. Sie müssen hier in einen anderen Bahnsteig rein, dann, damit sie hier weiterfahren können. Dass sie das nicht selber machen, finde ich interessant. Also. Das wäre dann mal Terminals. Du musst von wo kommen? Moment, jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass das richtig ist. Der möchte hier eigentlich... zweimal rein. Ja, im Prinzip muss er mit beiden in die 2 rein. Hilft ja nichts. Also hier die 2 und hier die 2. Das klappt hervorragend, nämlich gar nicht. Warum tut dieses nicht funktionieren tun? Wir haben doch jetzt eine Weiche gemacht. Hier, das geht. Das passt. Und hier haben wir ein Personending. Das passt auch. Und hier vorne.
Jetzt ist die Linie ja ganz weg. Wie sieht es denn aus, wenn ich dich mal die 1 mache? Mache ich dich auch nochmal die 1? Ja, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Oder Moment. Nee, das ist natürlich Käse. Jetzt bin ich wieder im Prinzip dem einen Ding erlegen. So, Moment. Du auch in die 2. So, jetzt haben wir beide in der 2. Wenn ich jetzt rausgehe und hier gucke, bei der Linie, dann sieht man, es funktioniert. Ich finde das ein bisschen doof, muss ich sagen, dass man die Linie nicht sieht, wenn man dort was ändert. Weil man dann jedes Mal das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Aber das stimmt natürlich schon. Guck mal. Passt doch hier rein. Da ist aber nochmal eine Meldung. Wahrscheinlich, weil ich dort kurz auf Play gedrückt habe. Ja, wir haben ihn gedreht. Jetzt ist die Warnung weg. Passt. Also, das hätten wir. Die sind jetzt in dem Gleis, in dem sie sein sollen. Und jetzt haben wir hier eine neue Linie in dem Fall. Also, wir können ja mal gucken, sollen wir die noch weiterziehen? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, also dass wir hier hindüsen. Zack, nach Reitwein. Und dann düsen wir noch eins weiter. Hier oben haben wir noch Oberböser. Ja, da möchte ich aber noch nicht hin. Da möchte ich was ganz Spezielles machen. Und das können wir erst machen, wenn wir wirklich genug Geld haben. Aber Walmerod wäre noch. Dass wir vielleicht hier noch runterdüsen aus dem Wald raus. Dann haben wir das Ganze über 2. Nee, wisst ihr, was wir warten? Wisst ihr auch warum? Ja, wir müssen ein bisschen sparen. Jetzt hier schon wieder von hier noch nach da. Ich möchte, dass dieser Stau hier ein bisschen aufgelöst wird. Und das möchte ich eben erreichen tatsächlich mit dieser Eisenbahnlinie. Okay, dann machen wir einen Zug. Haben wir hier ein Depot? Beziehungsweise ich kann die Linie natürlich mal noch kurz beschriften. Das ist nämlich nicht Linie 1, sondern das ist dann... Ja, machen wir wieder direkt. Wir haben hier auch noch eine Buslinie. Ich weiß, je nachdem müssen wir die wieder kappen, weil die die Gäste wegnimmt. Das wäre hier von Stienstedt. Mit DT nach Reitwein. Halt! Reitwein. Zack, haben wir. Und jetzt eben die Frage eines Depots. Nein, haben wir hier nicht. Hier hinten. Da haben wir auch ein Straßendepot. Haben wir hier tatsächlich nirgends ein Depot? Wenn wir dich hier hinstellen. Hier gerade neben das Ding und dann doch. Ja, genau. Wir machen das Depot hier hin. Und dann machen wir dort eben doch noch einen Bahnübergang. Irgendwie hier oben. So, dass wir irgendwie so hier runterkommen. Moment. Erstmal hinstellen das ganze Ding. Zack. Ich mag das, wenn so Depots in der Stadt drin sind. Das hat was. Wenn dann die Gleise noch ein bisschen alt sind. Da müssen wir eher mal gucken. Irgendwie habe ich doch noch so alte Gleise installiert. Was ist das hier genau? Hochgeschwindigkeitsgleise. 9. Das sind die neuen Tunnel. Genau. Hochgeschwindigkeitsgleise. Naja, ist ja egal, was das ist. Werden wir später da mal verwenden. Wir nehmen jetzt mal die hier und düsen hier so rein. Wenn das funktioniert, jawohl, hier an der Stelle klappt. Bestens. Komme ich hier auch noch irgendwie rein? Ja, nee, da möchte die Straße irgendwie nicht mitspielen. Aber das könnte man, glaube ich, so machen. Oder wir können natürlich die Straße nochmal kappen. Ist eigentlich egal. Können wir auch so stehen lassen. Wie siehst du denn aus? Oh, das ist sogar wirklich ein relativ cooler Bahnübergang. Man sieht's. Ja, mit Insel in der Mitte. Wunderbar. Hat das jetzt schon was geändert hier an unserem Stau? Das zumindest schon mal hier mit dem Depot hingestellt haben, wahrscheinlich nicht. Gut, wir brauchen einen Zug. Wir brauchen einen Zug, der nicht allzu viel kostet. Halt, da habe ich das andere Gleis noch nicht angeschlossen. Dann wird es natürlich schwierig. Wir schnappen uns nochmal dieses Gleis hier. Und machen das zack da rein. Und schon funktioniert der ganze Spaß. Jetzt könnte man... Was kostet denn so ein Signal? Ich weiß, das kostet Geld. Das ist unnötig. Oh, wir haben die Zwergsignale noch nicht. Okay. Aber es ist halt cool. Hier so ein Signal. Mach's mal. Ich weiß, man braucht es tatsächlich nicht. Kostet 1 Dollar. Habt ihr gesehen? Also das können wir bezahlen. Und wenn dann die Betriebskosten irgendwo in der Nähe von diesem 1 Dollar sind, dann ist ja okay. Gut. Fahrzeuge kaufen. Irgendjemand... der nicht allzu viel kostet. Es läuft halt tatsächlich wieder irgendwie auf sowas raus. Wie sieht es nochmal aus mit dem Schienenbus? Der macht 90 km/h. Das hat die Kapazität. Tatsächlich 15. Ja, das passt nicht. Vielleicht doch nochmal was Dampfmäßiges. Irgendwie sowas in der Richtung. Einfach aus Kostengründen. Kostet halt auch gleich. So eine richtig schöne Dampflokomotive, eine mit ein bisschen Power etc., die kostet halt auch gleich tatsächlich um die 6, 7 Millionen, die kostet 2 bei 355.000. Das wird eigentlich funktionieren. Wir hätten 90 km/h, ein bisschen Leistung.
Lasst uns doch hier nochmal eine Dampflok machen. Wir werden die sowieso ersetzen, früher oder später, weil zwischen diesen beiden Städten haben wir tatsächlich einen besonderen regen Austausch an Bevölkerung. Sagen wir es mal so, dass das eigentlich durchaus Sinn macht. Ja, ich nehme mal dich dazu. Dankeschön. Und dann werden auch bei den Wagen eher irgendwie in die Richtung gehen. Irgendwas, was wir halt tatsächlich finanzieren können. 300.000. Aber der ist zu langsam. Also 90 km/h bräuchten wir dann schon. 60, 80. Da haben wir 110. Da ist der Wagen bald teurer als die Lokomotive. Wie sieht es bei dir aus? Suburban. Ja, da sind die Betriebskosten noch ein bisschen niedriger. Aber hier haben wir mehr Leute drin. 1,1, 1,4, 2, ja, jetzt kommen wir in den teureren Bereich, 1,8, 1,5, ja, okay, dann nehmen wir was von hier oben. Ist eine Dampflok, dann passen eigentlich auch diese Wagen dazu. 20 Kapazität, wir machen mal 3 Stück, das wären 3 Millionen, das müssten wir eigentlich sogar bezahlen können. Ne, ich wollte die eine nicht kaufen, was mache ich denn? Zack, verkaufen. Ich wollte dich gerne hinzufügen. So, dreimal. Dann haben wir 60 Kapazität. Können wir ausbauen. Ist ja kein Ding. So, jetzt können wir es aber nicht mehr kaufen, weil wir die Lok ja noch bezahlen müssen. So, wir leihen wieder. Bis zu den 6 Millionen. Gehen wieder zurück. Kaufen das Teil. Linie zuweisen. Wäre die hier. Okay. Und da kommt auch schon unsere neueste Errungenschaft. Und die neueste Errungenschaft ist tatsächlich... Ja, nicht Autosave, nö. Ist tatsächlich wieder mal eine alte Dampflokomotive. Einfach den Finanzen zuliebe und auch dem Herzen zuliebe. Das ist doch einfach schön, wenn man wieder mal so ein Teil sieht. Ich weiß, wir haben das Jahr 2019, aber eben, wir müssen halt ein bisschen gucken, dass wir tatsächlich ein bisschen an Geld kommen. Nehmen wir doch mal die Perspektive hier. Schön. Ich glaube, da wartet man sogar als Autofahrer eigentlich relativ gerne. Ganz einfach, weil das natürlich wirklich auch ein kleines Schauspiel ist. So, wir düsen weiter. Jetzt sehen wir den Zug dort aus der Perspektive. Hat eigentlich auch was. Oh, sind wir mit dem Auto ein bisschen schneller sogar noch als der Zug? Das wäre dann auch nicht ideal. Jetzt müssen wir zum Glück ein bisschen bremsen. Ist fast ein bisschen Wettrennen. Formel 1 Rennen zwischen irgendeinem PKW und dieser schönen Dampflokomotive. Aha, hier vorne beginnt dann der Stau und dann ist sowieso Feierabend mit schneller als der Zug. Sehr gut, aussteigen. Ich möchte natürlich hier noch kurz rein und da müssen wir noch gucken wegen den Bussen. So, beschaulich das Ganze. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie belastet die Lokomotive ist, aber eben, das reicht hier. Als Alternative zum Stau reicht das definitiv. Man könnte da vorne natürlich auch noch eine Ampel installieren. Im Städtchen drin, das wurde auch noch vorgeschlagen. Können wir uns auch noch kurz ansehen. So, mal schnell hier rein. Führerstand. Da muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen zurück. Ja, man sieht halt wieder nichts. Hier im Führerstand drin, da müsste man so gucken. Dann sieht man ein bisschen was. Hallo, Kollege. Ja, der ist nicht mit Zylinder unterwegs und Krawatte. Das würde auch nicht viel Sinn machen. Nicht bei einer Dampflokomotive. Da sehen wir den Blick aufs Städtchen runter. Jetzt geht es hier vorne rein. Oh, was ich hier natürlich auch noch... Ne, doch nicht. Ich wollte jetzt sagen, hier müsste ich noch ein Signal machen. Muss ich aber nicht. Wir haben ja ein eigenes Gleis. Also wir stören das Stinkt hier tatsächlich nicht. Das kann man so machen. Da kommt es eh gerade daher. Das gute Stinkt hier. Cool. So, einmal hier rein. Und da kommt die Bahnhofsansage. Nee, das ist definitiv kein Intercity, gute Frau. Aber diese Ansage ist ja trotzdem sehr cool. Ja, Moment, noch keine Leute, hätte mich gewundert. Hier haben wir Busse. Wie sieht es hier vorne aus? Hier haben wir eigentlich auch Busse. Wir müssen aber nach hier hin, genau, weil hier haben wir noch keine in Reitwein. Was haben wir? Ist eine Bushaltestelle. Das ist hier der Punkt, wo eben der Bus startet, um dann nach Stienstedt zu kommen. Und hier wahrscheinlich auch, man sieht schon... Bus direkt, nee, da haben wir nicht allzu viele Leute, aber hier haben wir Leute, wahrscheinlich um die 40 würde ich schätzen, 30 irgendwas, 27, okay, können wir lassen. Also, machen wir eine Busverbindung, wir haben den Bahnhof ja noch nicht mal angeschlossen. Oh, neue Trucks, Urban E-Truck und hier die IC 2000, auch schön, möchte ich dann auch mal bald haben, man reiche uns ein bisschen Geld. So, wir brauchen Stadtstraßen. Gerne beim Bahnhof irgendwie ein bisschen was Dickeres. Wie sieht das hier aus? Ja, da vorne rein.
geht nicht. Irgendwie die Straße hier, die hat irgendwie ein bisschen eine Macke. Die wollte uns vorher schon keine... Warum das denn? Die wollte uns vorher tatsächlich schon keine Bahnlinie rüberziehen lassen. Also kein Gleis. Ich guck mal, wo ich hinkomme. Hier gar nirgends. Okay, wisst ihr was? Wir machen nochmal Pause. Das reißen wir nochmal ab. Weil ich möchte jetzt hier tatsächlich mit der Straße dort rein. Das geht. Da werden zwei Gebäude gekappt. Ich muss aber gucken, was kostet das? 200.000? Ja, können wir machen. So, und jetzt hier rein. Und schon funktioniert das Ganze wieder. Lassen wir mal laufen. Und jetzt bräuchten wir hier halt ein Bussystem. Und das werden wir in Angriff nehmen. Gebäude. Ja, hier mache ich nichts Größeres. Hier mache ich irgendwie sowas in der Richtung. So, dann düsen wir hier rein. Halten hier. Hier oben mal kurz halt. Ich habe ja vorher noch gesagt, von wegen dieser Güterlinie, die wir machen. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Das wird heute wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe das ein bisschen unterschätzt mit dieser einen Strecke, die wir jetzt gemacht haben. Ah, oh, das läuft uns ja nicht davon. Das machen wir natürlich dann entsprechend einfach morgen. Neue Linie. Von hier vom Bahnhof. Zack, darauf. Hier außen rum. Das ist, glaube ich, noch Cargo, genau. Und jetzt haben wir diese Haltestelle natürlich nicht mitgenommen. Das ist aber egal, die müssen wir nicht nochmal zusätzlich belasten. Das ist schon okay so, denke ich. Also wieder zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und dann funktioniert das bereits mit dem Bus hier in Königsberger Klopse. Ne, Straße. Du heißt Reitwein. Also Bus Reitwein. Genau, den Bus wieder gekappt, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Herr Heisenberg, Reitwein. So, jetzt. Wir brauchen jetzt aber noch einen Bus Reitwein. Hier haben wir tatsächlich schon ein Depot, wahrscheinlich von diesem einen Bus, der eben in die andere Stadt fährt. Nichts Massives. Irgendwas, was wir bezahlen können. Wir haben 3,8 Millionen. Der kostet 500.000. 80 km, die reichen ja dicke in der Stadt drin. Kapazität 13, 300.000. Ja, ich würde den mal nehmen. Dann haben wir den auch mal noch verbraten. Und davon hätten wir gerne mal 5 Stück. So, Bus Reitwein. Herzlich willkommen hier bei uns. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch glatt mal noch kurz einsteigen. Damit wir die Stadt auch mal noch ein bisschen, Moment, aus der Perspektive des Busfahrers sehen können. Weil es ist schon ein relativ krasses Städtchen bereits, eben auch. Also hat ein bisschen was von München, so was die Hochhäuser etc. angeht. Ja, hier. Ist halt gleich wieder ein bisschen City Skylines. Ist gleich wieder IT-Cluster. Sobald man hier diese Hochhäuser hat, guck mal, da ziehen sie den nächsten Turm hoch. Eieiei. Ja, das ist tatsächlich... Ich weiß auch nicht, gibt es sowas wie einen Metropolenbonus? Also das vom Spiel her, wie soll ich sagen, gewisse Städte einen Startvorteil haben. Ich habe fast ein bisschen den Verdacht. Also sprich, dass jetzt halt Reitwein hat zum Beispiel eine 5. Während eben das Städtchen hier unten... Walmerod hat eine 1, deswegen sind die noch so klein. Die haben ja auch noch nichts bekommen. Aber die haben ja auch noch nichts bekommen. Und die haben trotzdem irgendwie Einwohner. Ja, 620. Finde ich schon krass. Und jetzt haben wir hier tatsächlich den ersten Gast. Die ersten beiden Gäste. Sehr schön. Freut mich. Bestens. Dann läuft das. Ich hoffe, wir können hier. Ja, ich glaube, ein bisschen ist der Stau eh schon runtergegangen. Er fängt ein bisschen später an. Er fängt hier dann an. Ja. Okay, gut. Der Bahnhof hier vorne. Ja, da haben wir vor allem bei dem Ding. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein paar Leute. Eieiei. Müssen wir hier schon entsprechend was ändern? Ne, hier warten 6. Dann würde ich nochmal warten. Das lassen wir. Die, die hier warten, die werden früher oder später dann eh wegkommen. Hier, mit dem Kollegen stinkt hier. Okay, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir dann tatsächlich mal das Geschäft auch mit dem Kunststoff in Angriff nehmen. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich neu. Macht's gut, tschüss.